So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, mein Mikrofon ist jetzt so weit weg, wartet mal kurz. So, jetzt. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS 2. Hm? Ja, genau. So, erstmal hier. Nein. Ja, so. Mache er hin. Ja. Danke. So. Genau. Na. Genau. So, wir sind immer noch bei der Strecke. Wobei wir echt mittel viel Strecke schaffen, ne? Weil ich meine, wir sind mit ungefähr, keine Ahnung, 2200 Kilometer losgefahren. Und haben jetzt schon 1000 Kilometer geschafft. Ich glaube, wir brauchen gar keine 8 Folgen. Weil eben irgendwie 400 Kilometer schaffen wir pro Folge im Durchschnitt, ne? Lass mich vorbei? Ja, lass mich vorbei. Ja, gut. Boah, Alter, wie der LKW wieder. So, warum regnet es jetzt eigentlich? Ich habe keinen Regen bestellt. So, halt, Musik. Oh, Ben ist auch bald wieder. Klar, weil es auch bald wieder hell wird, ne? Eine Scheiße, ey. Das wird ja voll die Nachtfahrt. Oh, es gewittert. Gewitter im Kopf. Ach, Mann, ey. Was eine Dreckfahrt. Oh. Oh, wir fahren ein bisschen zu schnell. Was man bei einer nassen Fahrbahn eher unterlassen sollte. Gut, man sollte allgemein unterlassen. Aber vor allen Dingen bei einer nassen Fahrbahn. Voila. Das ist für ein Straßenverlauf, Leute. So, wie sieht es denn aus hier? Wir haben noch eine Stunde. Wir müssen also schleunigst einen Schlafplatz finden. Hm. Ey, wir machen aber gut Zeitwetten, ne? Wir haben jetzt schon 11 Stunden Reserve. Also, was? 21 Stunden. Also, wir haben jetzt eine Stunde in der Wachphase wettgemacht. Oh! Halt! Stopp! Halt! Wir haben 100.000. Nice. Oh, 217 Euro. Nein. Ah, das heißt, sobald wir jetzt pennen gehen, gut, entweder bekommt einer unserer Mitfahrer, Angestellten Geld. Oder wir rutschen wieder voll in die Schulden. Oh, aber die kommt bald im Bett. Ah, langsam fängt an zu dämmern. Oh, die Wolken, Alter. Sieht schon geil aus. Oh ja, da hinten geht die Sonne auf. Im rechten Rückspiegel sieht man es ganz gut. Da kommt langsam aber sicher die Sonne. Sehr geil.
Oh, guckt euch diesen Sonnenaufgang an. Boah, was macht der denn hier? Oh, noch 20 Minuten. So eine Strecken sind doch normalerweise gesäumt von Raststätten. Was ist denn hier los? Ich meine, wie gesagt, im echten, ne, will man einfach an den Straßenrand fahren, so rechts von der weißen Linie da, da hat man genug Platz und einfach da, so wie ich jetzt hier da, bei den Landstreifen, da einfach raufstellen. Aber ich sehe gerade, da hinten ist was. Ne, da würde man sich einfach auf so einen Landstreifen stellen und die Augen zu machen, fertig. Aber geht natürlich hier nicht, ne. So, fahren wir einmal in einer Schlaufe drumherum, ja, ne. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, doch, macht mehr Sinn. So wie es aussieht, ist nämlich rechts gehalten. Das heißt, wenn wir da von der anderen Seite rauffahren würden, hätten wir Probleme. Hallo, fahr, mach ich da. Ach, natürlich bremst ja. Ah, siehst du da, ist rechts. Gut, tanken können wir auch gleich. Kann nicht schaden. Mit einem vollen Magen schläft es sich besser. Bremst doch, bremst doch. Warum bremst du nicht? Alter. Liter. Ja, moin. Oh, ja, gut. Ja, stimmt, ja. Tanken verbraucht ja auch Geld. Ganz vergessen. Ah, wenn wir da plus. Geil. Alter, 40.000 Euro. Wow. Einkommen 20.000, ja, da müssen wir 22.000 Euro bekommen haben hier, Alter. Okay, dann müssen drei Leute Geld verdient haben. Weil die Kosten für den, ne, für die, also die Raten an sich haben wir auch bezahlt. Also, müssen drei Leute guten Auftrag bekommen haben. Da kommen wir schneller, diese langsame Textnummer. Das war's? Habe ich gerade was verpasst? Oder haben wir keine Rate bezahlt? Oh, stimmt, wir haben gar keine Rate bezahlt. Ah ja, klar, weil ich ja gerade alle ausgelöst habe erst. Nein, never mind. Das macht Sinn. So, ich will mal ganz kurz reingucken hier bei den Fahrern. Ran. Was, wie es hier eigentlich aussieht? Ausgeglichen? Ja, kannst du auch bleiben. Kannst du bleiben. Ausgeglichen. Du kannst auch ausgeglichen. Fernfahrer ist bereits voll. Ja, passt doch. Jetzt haben wir nur noch. Ausgeglichen. Ja, wie gesagt, ich warte mal nicht noch, bis der Punkt da ist. Sieht ansonsten alles gut aus. Sehr geil. So, na dann. Biege nach links.
Da wird das schon wieder nix. Verdammt. Warum muss auch immer rechts bei dieser, bei dem T-Stück auch rechts immer dieser Kack Betonklötze da rumliegen? Ah, die Kackdinger da vorne. Mit diesen scheiß ausschwenkenden Aufliegern kann ich doch mal gegen. Ist doch so. Warum liege ich überhaupt rechts? Was ist hier los? Ja. Voila. Das war doch mal erfolgreich. Freie Bar mit Marzipan. Klingt gerade wie so alte 8-Bit-Spiele, die Musik. Oh, Sonnenblume, Sonnenblumen. Auch wenn die echt schon alle Copy-Paste sind. Also ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn man Copy-Paste macht. Ist ja klar, bei so einem großen Feld dann jede Blume einzeln designen, macht halt keinen Sinn so. Nee. Aber wenigstens die Kachels etwas größer designen. Also es nicht so sehr auffällt, dass es bloß Copy-Paste ist. Ha? Oder? Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, was die Engine hier kann. Oder ob man was dazu machen kann. Aber dass man quasi zwar schon Cachels hat, die Engines aber random leichte Veränderungen zufügt. Also zum Beispiel die Texturen an, etwas umskaliert oder dass man halt nicht nur ein Kachel hat, was man benutzt, sondern mehrere Kachels und diese dann zufällig platziert werden. Wow, der heiße Ballon bewegt sich ja. Hab ich noch nie gesehen, dass sich so ein Ding bewegt hat. Holy shit, die Alien greifen an. Holy shit, im Rückspiegel. Sie greifen an. Die Killerluftballon. Und schon wieder bergauf hier. Diese fliegenden Untertassen immer, Alter. Dass das den Entwicklern nicht auffällt. Ich verstehe das nicht. Wie kann man sowas im Spiel lassen, so? Ich meine, es ist ja nicht nur bei mir, dass irgendwie ein Linux liegt oder sowas. Auch schon wieder 1000 Euro eingenommen. 10.000. Sondern ist ja auch, wenn irgendwo anders Let's Plays gucke von dem Spiel, es sieht bei den anderen Let's Plays genauso aus. So. Also, es ist. Dass es denen halt nicht auffällt. Dass es kacke aussieht. Ja, schon wieder fliegende Untertassen. Das sind doch keine Vögel, Leute. What the hell? Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Wie gesagt, diese ganze LOD-Geschichte ist sowieso eher grauenhaft. Wow, Alter, wow. Ja, aber ein holpriger Bahnübergang. Wie gesagt, diese ganze LOD ist sowieso grauenhaft, dass die LKWs 10 Meter vor einem auf einmal anfangen, ihr LOD-Modell zu wechseln. Also. Ja, schon echt heftig. Warum darf ich hier 70 fahren? Macht gar keinen Sinn. So, hier ist wieder vorbei.
immer geradeaus. Nur 80. Ah ne, da vorne ist wieder 70. Wollte gerade sagen. Warum hier vor allem 80? Macht gar keinen Sinn.
geradeaus. Bitte rechts halten. Route neu berechnen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Da soll das für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.